Ich habe auch eine Twitter-Seite, ganz einfach eingeben, twitter.com/train-teacher und dann findet ihr auch direkt alles, was ich hier sage. Bitte die unbedingt im Auge behalten. Genau, hier poste ich alles ganz Wichtige zu Livestreams und allem anderen. Außerdem habe ich auch noch einen Teamspeak, welchen man hier sehen kann. Einfach mal raufgehen, ts.trainteacher.de und ich freue mich auf jeden. Bis dahin, weiter mit dem Video. Montag, 4.1.2016. Hallo Kollege, du fährst die S2 von Markkleeberg, Aschwitz nach Delitzsch, unterer Bahnhof. Gute Fahrt. Zu dieser schönen und kurzen Einweisung, schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge Train Simulator 2016. Mein Name ist Train Teacher oder Darius und das hier ist der Tallinn 2 und das hier ist auch der Leipzig Hauptbahnhof Tief, wo wir hier gerade stehen. Und ich würde einfach sagen, mach du schnell fahrbereit oder ich habe ja schon angefangen. Ist nicht asynchron, keine Sorge. Und ich habe jetzt mindestens fünfmal versucht, eine Aufnahme zu starten, aber ich habe immer anfangs eine Zange bekommen. Jetzt fahre ich mit AFB. Ist mir sowas von egal. Jetzt gehe ich kein Risiko mehr ein. Auf jeden Fall, ich habe hier einiges zu sagen. Wie du sicherlich gerade eben am Anfang des Videos gesehen hast, habe ich auch eine Twitter-Seite und ein Teamspeak. Auf dem Teamspeak erstmal. Schaut dort einfach mal vorbei. Ich freue mich sehr auf jeden Besucher. Du kannst auch mit mir sprechen. Und ja, Füllstadt zu Hause. Ganz einfach. Zweites, Twitter. Halt bitte meine Twitter-Seite im Auge. Denn diese ist, okay, Abfahrt. Diese ist sehr wichtig. Dort poste ich alles Aktuelle, was es gibt. Neue Videos und wenn irgendwas mal ausfällt oder ich was nicht schaffe zu laden oder irgendwas anderes, dann genau, dann gibt es das dort zu finden. Einfach mal bitte gucken und die Seite im Auge behalten. Es wäre wirklich super von euch. Diese S-Bahn fährt als S2 nach Delitzsch Unterer Bahnhof über Leipzig Messe. Nächste Station Leipzig Messe. Das sind die Ansagen von Mozart. Das ist ein Szenario von Paul, glaube ich, auch aus dem Rise and Forum. Ich habe es auf jeden Fall unten verlinkt. Und genau, ich habe einiges zu erzählen. Ich habe die 100 Abonnenten geknackt. Danke, Leute, wirklich. Ihr seid die Besten. Danke, Community. Danke, Leute. Ihr seid wirklich die Besten. Für viele sind natürlich 100 Abonnenten mag für alle wenig klingen, aber für mich ist das eine ganze Menge. Stellt euch mal, die Leute alle nebeneinander aufgereiht vor 100 Menschen. 100 Subs, also eigentlich sind wir sogar bei 101 Abonnenten. Wirklich ein dickes, dickes Danke an euch alle da draußen, dass ihr mich supportet habt. Ich habe jetzt halt nach knapp einem Monat die 100 jetzt erreicht. Nee, nach knapp zweieinhalb, nach knapp eineinhalb Monaten, 2 Monaten habe ich 100 erreicht. Das ist mir eigentlich, ist für mich, mir reicht es vollkommen aus. Mich hat super gefreut, als ich reingeguckt habe. Ich war nämlich gestern Abend, ich nehme jetzt hier am 7. auf. Ich habe gestern Abend einfach reingeguckt, am 6. und auf einmal sehe ich, oh, 100 Abonnenten. Richtig cool. Wirklich danke an euch alle dort. Oh, was mache ich da? So. Genau, und ich habe einiges zu erzählen. Es wird sich nämlich auch einiges ändern. Und zwar, genau, was wird sich eigentlich so ändern? Oh, was mache ich da? Ich bin über die. Ich dachte, wir haben 80 jetzt hier. Jetzt haben wir die 80. Okay. Oh, der Talent hat aber gut abgebremst. Genau, ganz einfach schlichtweg. Es wird sich nämlich einiges verändern an meinem Kanal. Es kommen jetzt mehr Videos und auch. Warum habe ich jetzt hier nur 10 FPS? 12, 11. Jetzt hat es sich wieder beruhigt. Es werden jetzt mehr Videos kommen auf meinem Kanal. Regelmäßiger und auch viel durchmischter. Aber auf jeden Fall kommen mehr Train Simulator jetzt. Nicht nur jeden Dienstag. Also ich werde mich bemühen, dass ich da mehr Videos hinbekomme. Und auch was in meinem Livestream-Plan, sage ich einfach mal, hat sich einiges verändert. Und zwar, ich habe fast ins Auge, ich habe es noch nicht umgesetzt, dass ich nur alle 50 Abonnenten einen Livestream mache. Das heißt, jetzt habe ich die 101 gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Ich muss gar nichts bestätigen. Okay, ja, stimmt. Geschwindigkeit hoch. Genau, wie gesagt, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme habe ich die
101 Abonnenten. Wenn ich die 150 habe, gibt es einen neuen Livestream. Wenn ich die 200, 250, 300, 400, 350, 400, 450, 500, 550. Ich fasse das ins Auge, weil das Problem ist, wenn ich livestreame, was auch eigentlich vollkommen verständlich ist, da will ich keinem irgendwas irgendwie die Schuld geben dafür. Wenn ich livestreame, dann habe ich meist nur meinen Chat-Moderator als Zuschauer und zwei, drei andere Leute, die dann auch wieder weggehen. Die Sache ist aber, im Endeffekt würde sich es natürlich, würde ich mich halt mehr, wäre es besser oder viel einfacher, wenn ich mehr Zuschauer hätte. Das würde dann noch mehr Spaß machen, weil dann streame ich da am Ende nur für mich hin, vor mich hin, und aber im Endeffekt guckt mir dann keiner zu. Also es soll jetzt nicht böse gemeint sein. Ich meine das eigentlich im Endeffekt voll nett und auch, also gar nicht böse. Hier ist mir gerade eben auch der Transparent abgestürzt. Bitte fahr weiter, Zug, nicht abstürzen, nicht abstürzen. Auf jeden Fall, ich meine es gar nicht böse, ich meine es eigentlich vollkommen, wie soll ich sagen, es wäre auch einfach, dann freut man sich mehr auf den Livestream, anstatt wenn es den immer öfter gibt und da ist dann am Ende halt nur, wie soll ich sagen, wenn es den halt öfter gibt, dann hat man fast gar nichts davon. Es gibt Leute natürlich, die streamen regelmäßig unter der Woche, an jedem, fast jeden Tag. Nächste Station, Leipzig Messe. Genau, aber ich würde einfach so, Ausstieg in Fahrtrichtung. Dankeschön. Jetzt hatte ich die Ansage eben gemacht. Wie gesagt, meine Stimme ist komisch, ne? Ja, auf jeden Fall, ich habe fast das ins Auge, deshalb auch unbedingt die Federseite im Auge behalten. Das ist jetzt nur so ein kleines, wie soll ich sagen, Ankündigungsvideo für etwas oder einfach auch eine normale Train Simulator-Folge. Es kommt nochmal ein extra 100-Abo-Special. Vielleicht mit ein bisschen Best-Offs oder so. Ich gucke einfach mal, was ich da zusammenkriege. Auf jeden Fall wird es dort auch Infos zu meiner Hardware geben. Das haben sich Leute gewünscht. Und das werde ich dort auf jeden Fall auch posten, das Video mit einbeziehen und einiges ein bisschen erzählen. Aber wie gesagt, danke für 100 Abonnenten, und ich fasse das halt mit dem Livestream im Auge, weil es einfach ich sage einfach mal für alle, das hat dann einfach mal Spaß. Und genau, also ich hoffe, das ist auch irgendwo verständlich. Aber es war auf jeden Fall cool, jeden Samstag zu streamen, das will ich gar nicht mich drüber beschweren. Aber es wird einfach, würde mir dann auch mehr Spaß machen, wenn mehr Leute an dem Stream teilhaben könnten. So meine ich das am Ende. Gar nicht böse oder so. Aber wie gesagt, dazu folgt nochmal ein extra Video und dann, genau, so, Halt und Türfreigabe. Meine Stimme ist so komisch, ich weiß nicht warum. Klingelt, ne? Na, könnte ich ein Bild machen? Sehr schön. Ach, das ist hier die Straßenbahn. Na. Okay. Cool. Das ist übrigens eine KI-Straßenbahn. Die ist beim Kauf mit enthalten. Oh, cool. Oh, dahin steht die an, kommt die, fährt die andere. Wir haben eigentlich schon Abfahrt. Schade. Aber es gibt noch am Bahnhof entlang, gibt es noch die, oh lol, da ist eine durchgebackt. Am Bahnhof entlang gibt es auch noch die Straßenbahn. Keine Fahrgäste mehr. Wartet mal, so. Ich krieg die LZB nicht aktiviert, aber gut, Abfahrt. So, also wie gesagt, ich möchte nur wiederholen, ich meine es nicht böse, aber ich meine einfach, es würde mehr für alle mehr Spaß machen, alle 50 Abonnenten, das wäre doch was. Weil ich meine, gut, es dauert halt immer etwas, aber ich freue mich, wie gesagt, über jeden neuen, und dann wird auch, was aber auch im Livestream dann alles gemacht wird, ist, dass im Livestream, der geht dann 4 bis 6 Stunden, alle 50 Abonnenten. Und er wird ordentlich Train Simulator gespielt. Also baue ich vielleicht sogar eigene richtig schwere und schöne Szenarien. Mal setze ich mir mal richtig hin, weil bisher ist mir das Szenario bauen immer schwer gefallen. Ich bin zu blöd, eine Zeit einen richtigen Fahrplan zu erstellen. Aber ich meine es ernst, also würde ich richtig tolle Sachen machen. Also wie gesagt, genau, es kommt nochmal ein extra Video. Das wird auch dann erstmal für alle neuen Zuschauer, die gucken, das Video sein. Ich weiß nicht, ob ich das direkt noch im Anschluss aufnehme. Oder
Naja, ich guck einfach mal. Diese S-Bahn fährt als S2 nach Delitzsch Unterer Bahnhof. Nächste Station, Rackwitz. Ah, Delitzsch. Okay, da hinten ist Delitzsch. Okay. Also ich hoffe auch, ihr seid mit meiner Tonqualität gerade zufrieden. Ich habe eine gute Position gefunden, wo es eigentlich nicht halt. Und ich nehme mit einem Pegel von 95 auf. Aber auf jeden Fall, ich kann nur nochmal wiederholen. Danke, liebe Leute, dass für die 100 Abonnenten wirklich Daumen nach oben. Meine ich, also von meiner Seite aus wirklich richtig, richtig cool. Danke, Leute. Wirklich, danke. Aber gut, machen wir jetzt erstmal weiter. Schade, ich bin nicht in die LZB-Überwachung gekommen. Ich dachte, das Signal blinkt dort vorne gerade. Okay, ich gehe kein Risiko ein, weil irgendwie ab 40 km/h wird er. Kriegt den langeren Bremsweg. Längeren Bremsweg. Was glaube ich, der langeren? Längeren. Nächste Station, Rackwitz. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug und Bahnsteig. Oh cool, das haben sie auch mit einbezogen. Diese Ansage, das finde ich ja nice. Okay, jetzt muss ich bremsen. So. Aber die Gleise im Schnee sehen schon cool aus. Finde ich jetzt mal. Ich bin immer noch verschnupft. Vorhin ging es noch und jetzt auf einmal während der Aufnahme muss ich ganz ehrlich, ich traue mich eigentlich gar nicht, ein Taschentuch in die Hand zu nehmen. Ich will euch nicht die Ohren kaputt machen. Halle an der Saale. Okay, Tür. Jetzt haben wir wieder Abfahrt. Alle sind drin, kein Eingang zwischen den Türen. Wisst ihr, es gibt hier so eine Fahrstufe, die heißt Minimal Power und Coast. Und Minimal Power schaltet, ist in 5 km/h so dermaßen schnell, da kann man gar nicht richtig anfahren. Das finde ich nicht so gut. Also finde ich schade eigentlich, oh, Finger geknackt. Aber finde ich ein bisschen blöd. Weil echt ist es nicht so, da kann man entspannt anfahren und das haben sie nicht gut umgesetzt. Ein richtiger Schwung immer, der auch entsteht. Jetzt kann man hier ruhig aufschalten, die Anlastung. Diese S-Bahn fährt als S2 nach Delitzsch Unterer Bahnhof. Nächste Station, Schortau. Schortau. Schortau, nicht Schortau. Schortau. Genau. Das haben wir hier schön entspannt. Auf der Schnellfahrtrasse hier. Strecke. Oh. Stromabnehmer senken. Trennstelle. So. Und ab hier. Gleich dürfen wir ihn wieder heben. So. Jetzt.
Weil der hat leider keinen Hauptschalter. Jetzt provoziere ich mal ein bisschen. Lol, der Zug trifft nicht mehr. Oh nein. Nächste Station, Chortau. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Jetzt. Bitte achten Sie beim Ausstieg auf den Höhenunterschied zwischen Zug- und Bahnsteigkante. Sehr geehrte Fahrgäste, hier spricht der Lokführer. Bitte entschuldigen Sie die starke Bremsung gerade. Doch es gab leider einen technischen Defekt, der aber jetzt zum Glück wieder behoben ist. Ich habe ganz natürlich, der Zug hat einen Hauptschalter, aber ich habe keine Bestätigung gerade gehört, als ich Z gedrückt habe. Deshalb habe ich mich erschrocken. Einmal, was? Keine Leistung mehr? Kein Bremsen? Mit der E-Bremse? Das geht doch gar nicht. Alles Bremsen muss ich nochmal üben. So. Mit dem würde ich gerne mal durchs Köbelplatzer Bergland auf der Strecke München-Garmisch fahren. Oh, die LZB hier. Schaku. Das Repaint ist schon cool, ist auch alles verlinkt. Und zu dieser späten Zeit niemand draußen. Komisch. Was haben wir hier? Und lass mal kurz. Okay, hängt keiner mehr zwischen den Türen. Dann noch ein Deutsche Bahn-Ticket. Ah, sie haben den Zug verpasst, tut mir leid. Wir müssen jetzt weiter. Jetzt kommt denn da angerollt? Oh, 185. Nice, mit Makro. Ah, das finde ich cool. TTB, 185 ist es. Ich hoffe mal, das klappt mit dem Mikro und dem Sound des Train Simulators. Diese S-Bahn fährt als S2 nach Delitzsch Unterer Bahnhof. Nächste Station, Delitzsch Unterer Bahnhof. Müsstet ihr jetzt nicht sagen, diese Zugfahrt endet dort? Aber gut, vielleicht sagt er das noch. Noch einmal hier die 160 auskosten. Ich war sogar bei den 170. Obwohl, ich kann sogar aufs Höchste gehen. Obwohl, 160 ist ja noch zugelassen. Ja, ich weiß. Wir sind noch sowieso im aktiven PZB-Betrieb, also von daher. Da VMAX 160 kam, was mache ich da? Aber wir können ruhig mal runtergehen. So. Nächste Station, Delitzsch Unterer Bahnhof. Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, jetzt haben wir auch gleich die PZB bestätigt. Genau, weil wir jetzt hier auch im Endbahnhof haben. Oh, bisher habe ich noch keine Zwangse bekommen. Finde ich gut. Ah, hier ist es. Genau, hier ist ein Signal. Guck mal. Das ist hier ganz ein bisschen tiefer gesetzt. Das finde ich cool. Das ist mir mal als ich mit dem TPB-Steuerwagen gefahren bin. Ja, der wurde fahrbar gemacht von. Oh nein. Habe ich doch bestätigt mit. Bild nach unten. Aber na gut, wenn er es nicht übernommen hat, ich habe Bild nach unten gedrückt. Also PZB wachsam. Das finde ich jetzt ein bisschen inakzeptabel, aber ich habe das Vorsignal bestätigt.
Ganz sicher. Aber na gut. Hier sind die Signale tiefer gesetzt. Finde ich gut. Wirklich, ich bin mit dem TTB mit dem Steuerwagen gefahren. Wer das gucken möchte, einfach in die Playlist gucken und dann kann man das dort sehen. So, 3, 2, 1, 0. Okay, dann machen wir hier schnell, rüsten wir den Zug mal ab. Holen, stellen. Hier, Schlusslichter sind rot. Neutral. Genau, so. Brake lassen wir angezogen. Das machen wir aus, das machen wir aus. Okay, jetzt ist auch der Hauptschalter raus. Genau. So, Sie haben es geschafft, das Szenario endet hier. Super, nicht vollständig. Schade. Komisch, aber ich habe es geschafft. Train Simulator Feather River Canyon. Auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ihr findet alle Links immer unten in der Videobeschreibung zu diesem Repaint hier, DBBR 42 Teil 2 S-Bahn Mitteldeutschland. Repaint, die Strecke Berlin-Leipzig, den Zug selber, das Szenario, alles andere. Wie gesagt, nochmal ein wirklich Danke. Dickes Danke für 100 Abonnenten oder jetzt mittlerweile 101. Und wie gesagt, bitte die Twitter-Seite mal behalten. Einfach auf dem Teamspeak vorbeischauen. Und das nächste Video kommt dann jetzt oder morgen. Ich habe auch vor zu streamen nächste Woche, wenn ihr das heute am Sonntag guckt. Entweder am Montag oder am Mittwoch oder am Dienstag. Eigentlich Montag, Dienstag oder Mittwoch. So. Genau, wenn es euch das Video gefallen hat, zeigt noch ein. Ist mir mit dem Daumen nach oben, wenn du neu zu gucken solltest über Google und bis hier es noch geschafft hast. Und nicht vorab abgeschaltet hast. Dann, ja, abonniere doch einfach. Dann. Genau, es wäre ein dicker Support für mich. Genau, und einfach hier mal gucken, kurz Ziele abgeschlossen, 2 von 5. An 0 von 0 Bestimmungsorten gehalten. Achso, okay. Ich habe doch an ein paar Einbahnhöfen Fahrgäste aufgenommen. Notbremse betätigt 3-mal, Nein, okay, gut, das kann man ja noch, entschuldigen, aber gut. Zurückgelegte Entfernung 21 Kilometer, genau. Also wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Und was ich noch sagen wollte, für die Leute, die vielleicht, ich hatte nämlich bis vor kurzem nicht diesen Hintergrund hier mit dem Train Simulator 2016 und die Buttons auch noch. Ich hatte noch nämlich die 2015er Version. Wisst ihr, wie man das beheben kann, wenn es bei euch auch so ist? Oder ihr irgendwie das anders ist oder über ein Problem mit dem Train Simulator, mir hat nämlich die Utilities gefehlt. Auf einmal waren die nicht mehr da. Ich wollte ein Szenario installieren und dann habe ich immer mit Steam Rechtsklick und dann auf lokale Dateien auf Fehlern überprüfen, habe ich gemacht. Und das hat wirklich geholfen. Der hat auf einmal 2 GB noch runtergeladen. Da habe ich mich gefragt, warum 2 GB? Da kann auch gar nicht so viel Gravierendes fehlen. Und dann habe ich geguckt und auf einmal hatte ich hier dieses neue Design. Das hatte ich vorher noch nicht. Also wer das auch haben sollte oder überhaupt generell, prüft es einfach mal. Und alles einfach mal auf Fehlern überprüfen. Aber gut, jetzt genug gequatscht. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.